Ja, grüßt euch, servus, herzlich willkommen. Ja, jetzt wollte ich mal ein Fazit machen von, ich habe jetzt 3500 Kilometer auf dem Fahrrad drauf. Und ja, so eine kleine Bewertung. Also ich würde das Fahrrad im Großen und Ganzen mit einer Note 2 bewerten. Das sind einige Nachteile, die mir aufgefallen sind, die will ich euch nicht verheimlichen. Und zwar geht es da um den Kundendienst. Da fangen wir erstmal mit dem Kundendienst an. Ich habe jetzt bei 2300 Kilometern Kundendienst gemacht, also die erste Inspektion. Da muss man dazu sagen, das ist nicht ganz billig. Also da kostet nur die Anfahrtskosten 99 Euro. Und dann kommen noch die Materialkosten dazu und die Mechanikerstunde. Und bei mir wurden vorne Bremsbeläge, hinten Bremsbeläge und genau die Kette wurde ausgewechselt. Und noch ein kleiner Achter hinten, also nicht nennenswert, aber da wurde richtig nachgezogen, alles wieder schön ja, justiert, passt wieder alles wunderbar. Also von dem her, die Mechanikerin ist sehr gut gewesen, die hat wirklich alles super gemacht, alles kontrolliert, ist damit gefahren. Alles nachgezogen, was es gegeben hat und ja, Elektrik ist auch überprüft worden. Also da kann man nicht klagen. Aber es ist halt nicht ganz günstig, das muss man halt dazu sagen. Und ich würde das Fahrrad eh nur Leuten empfehlen, dann, die wohl wirklich handwerklich da selbst begabt sind und am Fahrrad schrauben möchten, weil andere Fahrradstätten nehmen die Fahrräder nicht an. Das kann ich euch gleich sagen. Da wird es ja 6-7 Händler abradeln und das macht keiner, geschweige Kundendienst oder irgendwie andere Sachen am Fahrrad. Und ich habe ja hinten den kaputten Mantel, beim vorigen Video ist zu sehen, dass ich einen Riss hatte im Mantel. Ich wollte mir dann den Mountain King von Continental, den Black Chili Protection drauf machen, aber ich wurde dann doch eines Besseres belehrt, da das Problem ist, wenn ich jetzt einen dünneren Reifen drauf machen würde, also sprich Mantel, kann mir passieren, wenn irgendein Unfall ist, dass ich dafür vielleicht Probleme mit der Versicherung bekomme, weil es ist dann nicht mehr nach der Betriebserlaubnis. Der löscht im Endeffekt die Betriebserlaubnis. Und das habe ich dann gelassen. Ich habe mir dann für 30 Euro aus dem Baumarkt dann einen Fischermantel gekauft, beziehungsweise den zugehörigen Kennlermantel für 30 Euro. Also ist nicht ganz teuer, ist nicht teuer. Aber dann kommt das nächste Problem. Ich habe dann alles runtergebaut, hinten die Felge ausgebaut und die Elektrik abgeschlossen. Dann wollte ich den Mantel habe ich noch runter gemacht, das habe ich noch geschafft, obwohl mir zwei so Mantelheber abgebrochen sind, überhaupt sowieso. Und dann wollte ich den neuen Mantel wieder drauf machen. Ich sag's euch, ich habe es nicht geschafft. Dann bin ich echt in die Fahrradwerkstatt gegangen bei uns hier in der Nähe und dann hat es ein Meister gemacht, also sprich mit den ausgebauten Reifen und schon vorgezogen, habe ich schon alles drauf gemacht, habe ich ihm gegeben, habe gesagt, ob er mir die letzten paar 10, 15 cm drauf ziehen könnte. Also wie gesagt, für Leute, die selber das machen können, ist das Fahrrad super gut, aber für ältere Menschen, da müsst ihr euch schon einstellen, also wenn irgendwas kaputt ist, 99 Euro Anfahrtskosten und Materialkosten und die Mechanikerstunde. Das ist nicht ganz billig. Das ist der Nachteil an dem Fahrrad. Da müsste Fischer wirklich mal nachbessern, dass die ein besseres Händlernetzwerk hier haben. Ja, und halt, was ist sonst noch? Was war noch? Fällt mir noch was ein? Ja, genau, das habe ich auch noch vergessen. Was auch noch ein bisschen der Nachteil ist, ist, ja, der hat ein bisschen ein Problem im mittleren Drehzahlbereich. Das heißt, wenn sie jetzt 25 fährt, auf die Ampel zu fährt und es wird doch wieder grün und ihr wollt dann wieder durchstarten, dann braucht der Motor 2-3 Sekunden, bis er wieder anläuft und dann nicht sehr kräftig. Also dann dauert es echt wieder, ja ich sage ja 4-5 Sekunden, bis der Motor dann wieder erst Kraft bekommt. Weil im mittleren Drehzahlbereich hat er echt eine ziemliche Flaute. Zwar beim Losspurten an der Ampel geht er ganz gut, aber zwischen so 12 bis 18 km/h dazwischen, da ist er wirklich mager. Da würde ich mir auch Nachbesserung wünschen. Und was ist das nächste? Ja, und genau, ein Bergsteiger ist er auch nicht, kann ich euch auch gleich sagen. Man kann zwar schon 15-18% Steigung fahren, das passt schon, aber alles was drüber ist, könnt ihr vergessen, da müsst ihr selber reintreten. Da wird es dann wirklich schwierig. Aber das ist generell so bei den ganzen Hubmotoren und Frontmotoren, dass die nicht so die Bergsteiger-Fahrräder sind. Da müsst ihr euch natürlich einen mit Mittelmotor besorgen, die ziehen da richtig rauf. Der Nachteil an den Mittelmotoren ist halt, dass ihr alle 2000 Kilometer dann Kette auch auswechseln müsst. Durch die ganze Kraft, wo der erforderlich ist und was der Motor da anzieht, gehen natürlich diese Ketten kaputt. Ist zwar nicht so teuer, 20 Euro eine Kette, eine gescheite, dann hat man wieder seine Ruhe. Aber ansonsten echt super geil und ja, es ist halt wie Mofa fahren, das ist, anders kann man es nicht erklären. Gerade auf schönen, langen Strecken ist es so gemütlich, man hört nichts, man surrt da einfach dahin, man braucht überhaupt keine Kraft. Das ist so angenehm zu fahren. Also mir macht das E-Biken ziemlich Spaß.
Und was mir auch aufgefallen ist, ist, dass ich öfters Fahrrad fahre, weil ich natürlich richtig Bock habe, dann E-Bike zu fahren. Dann setze ich wirklich bei jedem Wetter auf das Fahrrad. Ja, und zu jedem Wetter komme ich auch noch dazu. Genau, was habe ich noch gemacht? Ich habe mir jetzt noch einen Gepäckträger besorgt, der wo gleich als, ja, sagen wir mal, als Regenschutz, als Schutzblech fungiert. Weil, wenn ihr kein Schutzblech drauf habt, könnt ihr vergessen, mit dem im Regen zu fahren. Ihr seht es aus, als kommt ihr aus der Dusche raus. Da habt ihr vorne das ganze Gesicht voller Wasser, hinten ist alles pitschnass. Also das könnt ihr echt vergessen. Gerade mit diesen breiten Reifen, die sprühen dir richtig das ganze Wasser von der Fahrbahn hinten auf dem Rücken und vorne ins Gesicht. Also ich habe ausgeschaut, das war ja schlimm, das war ja krass. Ja, ansonsten passt eigentlich alles und ja, wünsche ich was, gell? Bleibt sauer, bleibt brav. Und wie gesagt, E-Bike ist schon geil, macht echt Spaß. Man fährt öfters, also man tut auch öfters Sport betreiben, als wie mit einem normalen Fahrrad. Weil mit einem normalen Fahrrad hat man oft keinen Bock, da überhaupt aufzusetzen und dann zu fahren, wenn man in der Früh doch nicht ganz so fit ist. Oder nach der Arbeit beim Heimfahren dann muss dann noch 10 oder 20 Kilometer, bei mir ist der Arbeitsweg 20 Kilometer. Und das dann mit dem normalen Fahrrad am Abend, das ist mir einfach zu viel, das ist mir zu krass. Ich habe das früher eine Zeit lang gemacht, aber das ist so anstrengend, gerade nach der Arbeit. In der Früh bist du immer ganz fit, da passt es, da bist du in der Arbeit auch recht fit. Aber am Abend beim Heimfahren, da wird es dann richtig grantig, muss man echt sagen. Ja, ich wünsche euch was. Jetzt habe ich schon wieder 7-8 Minuten gemacht. Ich möchte es kurz halten, ich möchte euch nicht die Lebenszeit stehlen. Also, jetzt echt ciao und wir hoffen uns wieder. Ah, genau, halt, habe ich ganz vergessen. Nochmal danke an meine neuen Abonnenten, da sind wir hier dazugekommen. Ich glaube 30 oder 40 Abonnenten. Ja, erstmal Dankeschön, genau. Das habe ich noch vergessen. Aber jetzt bin ich hier raus und ja, habe ich die Grüße, habt ihr's zusammen und wir hören uns wieder. Pfiat's euch, ciao.